RTV Vorarlberg Magazin. Herzlich willkommen zum RTV Vorarlberg Magazin. Heute geht's vom alten Museum zum neuen Motorsport. In Vorarlberg gibt's viele kleine Besonderheiten zu entdecken. So gibt's zum Beispiel in Hohenems ein Museum, das eine alte Schuhmacherwerkstätte ist. Wieder ein Platz für Zeitreisen. Ein altes Haus in der Hohenemser Marktstraße. Eine Schatztruhe aus 100 Jahre alten Ziegelsteinen. Denn innen in diesem Haus verbirgt sich eine wahrlich historische Perle der alten Handwerkskunst. Karl Nachbauer war Mitte des 20. Jahrhunderts Schuhmacher in Hohenems. Ein Handwerk, das mittlerweile fast ausgestorben ist. Sein Sohn Nachbauer Erwin erinnert sich. Und damals, in dieser Zeit, also um die Jahrhundertwende, 1890, 1910, da gab es hier hauptsächlich in Hohenems die Stickerei. Und die jungen Leute lernten sticken, die Mädchen ausnähen und so weiter und lebten davon und verdienten sehr gut. Und da gab es wenig Handwerker. Ein Bursch, der wollte nicht das Handwerk lernen, der wollte etwas verdienen. Und dann kamen viele, es gab schon Schuhmacher hier und Schreiner und Zimmermänner, aber es kamen viele vom Schwabenland herein. Und die ersetzten dann die fehlenden Handwerker. Und das war auch der Fall bei meinem Vorfahren. Der Großvater von Erwin Nachbauer, also der Vater von Karl Nachbauer, kam aus Schwaben nach Hohenems, heiratete eine Emserin und eröffnete eine Schuhwerkstätte. Ihr ältester Sohn war Karl. Und der Karl Nachbauer wurde größer und musste als erster Bub die Schuhmacherwerkstätte übernehmen. Also er lernte das beim Großvater, bei meinem Großvater. Josef Nachbauer lernte er das Schuhmacherhandwerk. Ein Schuhmacher verdiente sein Geld natürlich mit dem Fabrizieren von neuen Schuhen. Gut die Hälfte seiner Arbeit waren aber auch Schuhreparaturen. Die Leute hatten damals es war die Zwischenkriegszeit, oder? Hatten sie wenig Geld. Da muss halt ein abgetragener Schuh wieder erneuert werden. Man konnte nicht gleich einen neuen kaufen. Und dann wurden die Absätze geflickt, es wurden die Sohlen geflickt, oder? Zuerst gestückelt und wenn es dann halt noch härger war, kam eine ganz neue Sohle drauf. Ab und an gab es dann natürlich auch neue Schuhe. Für damalige Verhältnisse eine Anschaffung, die sich heute mit dem Preis für einen schönen Flatscreen-Fernseher vergleichen lässt. Also durchaus etwas, worauf die Menschen sparen mussten. Ja, da kam zum Beispiel ein Onkel von mir, die waren Bauern. Die waren Bauern und brauchten kräftige Schuhe. Und der kam, der Onkel, sagte, ich brauche ein neues Paar Schuhe. Und dann wurde Maß genommen, wie groß ist der Fuß. Und der Vater, der suchte einen Leisten, einen Holzleisten heraus und passte diesen Holzleisten dem Fuß an. Also wenn er genau passte, musste er nichts machen. War hier ein Überbein, hat er Leder drauf genagelt, also hat er es einfach dem Fuß angepasst. In der Breite, in der Höhe, in der Länge. Und dann wurde der Schuh gemacht.
Dazu braucht er Material. Und das Material, das Leder, hat er damals, haben alle Schuhmacher eigentlich, von ihrer Genossenschaft bezogen. Und die war in Rankweil und war, ich glaube, privat. Eine Familie Preuß hat diese Rohstoffgenossenschaft geleitet. Und das war für die Schuhmacher eine Institution. Weil was die gesagt haben, das hat gegolten. Einfach. Und wenn jetzt der Vater dieses Paar Schuhe gemacht hat, braucht er Leder, oder? Meistens fuhr er selbst mit dem Rad hinauf nach Rankweil. Aus dem einen Grunde, wenn das nur bestellt hat, haben die ihm ein Leder, das ungefähr zwei, ein Rindsleder zum Beispiel, 2 Meter lang, 1 Meter breit, haben sie einfach das ausgesucht und dann hat es ihm oft nicht gepasst. Also er ist lieber mit dem Rad hinaufgefahren und hat selbst das Material ausgesucht. Und dann wurde zuerst, also der Reis ist fertig, wurde das Oberleder hergerichtet. Dafür hat er eine Nähmaschine gehabt. Das war eigentlich die einzige Maschine, die er zuerst gehabt hat. Mein Großvater, der Vater, die hatten zuerst nur die Nähmaschine. Oder? Ich glaube, es waren damals Singermaschinen. Das waren amerikanische Fabrikate, die einen Ruf hatten damals. Die wurden wahrscheinlich eingeführt hier. Und mit dieser Maschine, sind robuste Maschinen, hat man das Oberleder genäht. Und dann musste man auf den Schuh, also das Oberleder war fertig, mit den Ösen, mit den Nähten, alles war fertig. Nur unten waren etwa 3 Zentimeter mehr Leder dran. Und dieses hat man jetzt über den Leisten gezogen. Und auf dem Leisten unten war ein Leder. Das haben sie als Brandleder bezeichnet, als Brandsohle. Auf dem ist man dann gegangen, oder? Der Fuß, Socken lagen auf diesem Leder. Das war ein weiches, aber ein starkes Leder. Das hat man bei der Leiste unten befestigt und das Oberleder drüber gezogen. Und jetzt kam die Sohle. Dann wurde die Sohle befestigt, der Absatz. Und das musste jetzt von Hand alles schön zugeschliffen werden, mit der Raspel, mit der Feile. Für feineres Schuhwerk wurden oft Holznägel verwendet, die in gleichmäßigen Abständen in die Sohle geschlagen wurden. Die spitzen Enden wurden dann innen mit einer gebogenen Raspel abgefeilt. Und dann kam der Krieg. Da gab es weniger Leder und dann kam dieser Stoff, dann kam Gummi und Gummiersatz. Und damit man dieses Material dann verbinden konnte, kam auch der Klebstoff dazu. Und das sind dann die Pressen hier, wo dann der halbfertige Schuh drauf kam und dann wurde die Sohle draufgepresst mit dem Klebstoff. Die Arbeit an einem Schuh dauerte im Durchschnitt 2 bis 3 Tage und er war, wie schon gehört, teuer. Schuhe für Kinder, für viele eine finanzielle Herausforderung. Das hat so funktioniert, dass das Kind einen teuren Schuh bekommen hat und dieser Schuh wurde aber vom ersten Kind auf das zweite dann gegeben und das dritte. Dieser Schuh musste dann über 2, 3 Personen reichen.
Ich war damals als Schüler, kamen einige Schüler vom unteren Berg, es ist eine Parzelle zwischen Dornbirn und Ohrens. Da kamen Schüler herauf, die hatten also um diese Zeit schon längst keine Schuhe mehr an. Nur in der ärgsten Winterszeit hatten sie Schuhe, sonst waren sie barfuß. Oder? Also es hat dann oft heruntergeschneit, da kam noch barfuß in die Schule. Erwin Nachbauer hätte ursprünglich der Nachfolger seines Vaters werden sollen. Schon früh half er in der Werkstätte. Ich war der älteste Bub und ich sollte ihm nachfolgen. Oder? Er saß auf der rechten Seite in der Werkstätte, ich saß auf der linken Seite als Bub. Ich habe ihm geholfen. Oder? Am Anfang nur bei den Reparaturen hat man das alte Leder weggezogen. Man hat es aufgenagelt. So einfache Arbeiten habe ich gern gemacht. Weil es kamen ununterbrochen Leute. Da kam der Onkel, da kam eine Frau, die war im Gottesdienst und hat Kommunion empfangen und hat noch kein Frühstück gehabt. Dann hat sie sich dort hingesetzt, jeden Dienstag dort hingesetzt und dann hat sie das Frühstück gegessen. Der Onkel hat erzählt von seiner Fabrik und so weiter. Also es war immer etwas los. Es war für mich als Bub war es interessant einfach, wie die Leute erzählt haben. Geworden ist der Nachbauer dann aber Lehrer und sein jüngster Bruder übernahm die Schuhwerkstatt. Der hatte ein Talent zum Handeln und bald wurde aus der Werkstatt ein Schuhgeschäft. Das Museum der Schuhmacherwerkstätte in Hohenems hat nicht immer geöffnet. Alle Infos dazu finden Sie am besten auf der Homepage www.schubertjade.at. Ganz modern ging es am Europafest in Dornbirn zu. Dort zeigte sich, aus wie vielen Kulturen und Menschen Vorarlberg besteht. In der Dornbirner Innenstadt drehte sich zum zweiten Jahr in Folge alles um das Thema Europa. Denn beim diesjährigen Europafest waren wieder so einige verschiedene Länder und Kulturen zu Gast. Das Programm, ja, das war wie im letzten Jahr wieder gut durchdacht. Auf dem Programm einerseits, dass sich die Nationen selber präsentieren mit ihren Traditionen, mit der Kulinarik, die dabei steht, Aufführungen auf der Bühne. Dazu gibt es ein klassisches Kinderprogramm, das aber das Thema Europa beinhaltet und natürlich einiges an Informationen, weil das Thema ist informationsbedürftig und das den Einzelnen auch näher zu bringen. Daher haben wir 5, 6 verschiedene Institutionen, die sich dabei präsentieren und helfen, aufzuklären und zu sagen, was es alles Tolles gibt in Europa. Und auch die Politik zog es zum gemeinsamen europäischen Fest an den Dornbirner Marktplatz. Denn für sie zählt vor allem der politische Gedanke hinter dem Event. Ja, zum einen, Europafest ist natürlich für uns nicht nur eine Vereinigung aller europäischen Staaten, sondern natürlich das Hauptthema ist ein Friedensprojekt, natürlich ein ganz ein großes. Und wenn man das auf Dornbirn herunterbricht, wir sind eigentlich eine Außenstelle von Europe Direct des Landes, der Europaabteilung, haben ursprünglich auch das Thema Europa in Vorarlberg vorangetrieben. Und ich bin wirklich stolz, dass dieses Europafest langsam aber sicher wächst. Das freut mich sehr. Also erstens der Organisatorinnen und Organisatoren wirklich sozusagen meine Wertschätzung auszusprechen und zweitens, wie wichtig Europa ist, muss man nicht nur reden, sondern auch wirklich das zeigen. Und ich als Österreicherin und Europäerin denke ich mir, wenn ich nicht da bin, wo sonst soll ich sein? Ver-
verschiedenste Kulturen, diverse Speisen und jede Menge Flaggen. Beim Europafest haben auch wir uns etwas umgesehen und so einiges gelernt. Wir sind in Russland, Ukraine, wir vertreten beide Länder. Verein Rusinka vertretet beide Länder. Und heute bin ich als eine Fee angezogen, weil wir auch Kinderschminke anbieten. Außer ukrainische und russische Küche und Getränke. Was gehört denn so zur russischen Küche, zur ukrainischen Küche? Zur russisch-ukrainischen Küche natürlich gehört der Borsch, Vareniki, Pelmeni, Wodka mit sauren Gurken und natürlich russisches Bier. Wir haben auch Salatvariationen und vegetarische Sachen für Gäste vorbereitet. Was gehört denn zu Spanien alles dazu? Ja, wie Sie da sehen können, ganz, ganz wichtig die Paella. In diesem Fall ist es eine Paella Valenciana mit Huhn und Hase. Obwohl ich nicht weiß, ob wir hier Hase gefunden haben. Die wird jetzt in der Pfanne gekocht, später noch der Reis zugegeben und mit Asafran oder gelbem Lebensmittelfarbe gefärbt. Also die wird dann gelb. Französische Variationenteller mit Salami, Pastete, vier verschiedene Käse direkt aus Frankreich auf dem Markt am Freitag bei Lyon eingekauft und verschiedene Weine, Champagner, ein Weißwein aus der Beaujolais, auch Rotwein aus der Beaujolais, Cidre und wir haben auch noch Rosé. Mit welchem Wein oder mit welchem Getränk feiert man denn den Weltmeistertitel? Mit Champagner! Ja, wir waren letztes Jahr auch da und das war echt wunderschön. Und dann haben die uns wieder eingeladen und haben gesagt, ja, ohne Zweifel, wir kommen gleich wieder zurück. Es war echt schön. Und das Wetter dieses Jahr geht noch, ich hätte es schlimmer erwartet, aber es alles gut. Belgien, Bier und Waffeln steht im Hintergrund. Was hat es denn damit auf sich? Ja, ich glaube, Belgien ist bekannt für seine Schokolade, Bier, Waffeln. Aber weil es letztes Jahr so heiß war, haben wir die Schokolade nicht mitgenommen. Haben wir eine kleine Auswahl von belgischen Bieren und dann unsere Brüsseler Waffeln. Was macht denn belgisches Bier und belgische Waffeln so besonders? Wow, die belgische Waffeln, ich glaube, das gibt es überall etwas Ähnliches. Aber die Biere, die sind echt speziell. Nicht unsere normale Pils, aber es geht dann hauptsächlich um die Trappistenbiere, die Klosterbiere. Und dafür ist Belgien, glaube ich, echt weltweit bekannt. Am Nachmittag gab es nicht nur belgisches Bier, sondern auch traditionelle kroatische Tänze. Also das ist der kroatische, also das ist eine Tradition und das heißt Folklore, also Hajduk und da sind wir seit letztem Jahr dabei. Jetzt im Hintergrund sehen wir viele kroatische Spezialitäten, Kuchen, alles Mögliche. Was gehört denn euch für euch alles dazu? Also Cevape mit Aiwa, dann so Fritüle, das sind so Teigknödel und ja. Aber am besten nach dem Tanzen essen und trinken. Ja, das auf jeden Fall. Wurde also viel gespeist, gelacht und getanzt. So harmonisch wie auf dem Europafest. Ja, so stellt man sich eigentlich ein gemeinsames und erfolgreiches Europa vor. Vielfältig ist auch die Arbeit hinter den Kulissen eines Handballmatches. Damit dort alles reibungslos funktioniert, braucht es viele freiwillige Helfer. Und die sollten einfach auch einmal gezeigt werden.
Wenn sich die Sporthalle am See mit roten T-Shirts füllt, dann ist es meist Zeit für einen Spieltag beim Alpler HC Hart. Damit es aber auf dem Spielfeld bei den Akteuren super laufen kann, gehören so einige Faktoren dazu. Denn der Traditionsverein verlässt sich an so einem Spieltag nicht nur auf das sportliche Talent der Roten Teufel, sondern auch auf viele Helferinnen und Helfer der großen Alpler HC Hart-Familie. Denn sie machen einen erfolgreichen Spieltag erst möglich. Und von ihnen, ja von ihnen, gibt es in der Sporthalle am See an so einem Spieltag einige. Ja, also ich bin beim Spieltag da ehrenamtlich im Shop tätig. Wie lange bist du schon dabei und wie bist du dazu gekommen? Also im Shop bin ich jetzt die zweite Saison, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und Alpler HC Hart ist eigentlich schon ein Thema, seit ich selber jung war, also als Teenager schon auf der Match gewesen. Und dann hat mein Neffe im Eins gespielt, mittlerweile spielt mein Sohn in der Jugend und so ist man verbunden mit dem Verein. Ja, es war eigentlich ganz lustig. Ich war in der U20 und dann hat man auf einmal gefragt, du, ich will Musik, der DJ ist ausgefallen. Und ja, mein Papa hat auf der Wolf getroffen, schon 10 Jahre lang DJ gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich mach's, passt. Und am Anfang bin ich blöd gesagt der Ersatz-DJ. Der richtige DJ hat dann aufgehört und ja, seit dreieinhalb Jahren bin ich jetzt fixer DJ da. Ich bin zuständig für die Wanderer, dass die laufen, dass die Werbung kommt. Und bin sicher eins von den ältesten Mitgliedern oder Arbeiter, die es beim Verein gibt. Ich bin seit 40 Jahren beim Verein, habe selber Handball gespielt und mache das, seit man der Alpler HC Hart gegründet hat. Bin immer bei Hallensprech und das Ganze. Und jetzt mache ich seit 10 Jahren die Bande, die Werbebande, dass die Spieler vorgestellt werden, dass die Werbung läuft, dass in der Halbzeit, wenn eine Werbung laufen muss, eine spezielle Werbung läuft oder auch beim Timeout, dass die Einspielungen gemacht werden. Also ich bin durch meine Schwiegermama da dazu gekommen und wir tun da die Bar betreuen, tun Getränke ausschenken, wir schauen zum Buffet dazu, dass jeder gut versorgt ist. Die Spiele sind meistens am Samstagabend. Wieso sagen die, da sind wir trotzdem dabei, da helfen wir trotzdem aus? Ja, ich denke, dass es wichtig ist, die Zusammenarbeit, dass man den Verein unterstützt, dass man, ja, weil ohne Ehrenamtliche, glaube ich, hätten sie wirklich schlecht ausschauen. Ich bin vor 4-5 Jahren harter Handball-Fan geworden und bin dann vor ca. 2 Jahren mal mit auf Auswärtsfahrt nach Schwarz gegangen. Und dort habe ich auch gleich mit rum dürfen und dann war ich gleich integriert in den Fanclub. Und dann haben wir mich auch mit rum erlaubt in jedem Heimspiel und auch in Schwarz und in Bregenz. Und dann vor 2 Jahren bin ich dann ins Maskottchen geworden. Da der Oberteufel es aufgehört hat, hat man mich gefragt, ob ich das machen möchte und dann bin ich der Tobi-Teufel geworden. Der Alpler HC Hart hat somit viele Unterstützerinnen und Unterstützer, die dem Verein an einem solchen Tag wirklich alles bieten. In Hart ist Zusammenarbeit und Herzblut aber nichts Neues. Denn so weiß man in der Harter Handballfamilie auch, wer hinter der ganzen Organisation steht. Ja, ganz klar, durch den Alex und Markus muss man nicht reden. Die hängen da wirklich Herzblut rein, ist nicht nur der Job ferner, sondern ist eigentlich das Leben ferner und ja. So funktioniert es, oder? Genau. Ich denke halt einfach, dass es nicht möglich ist, dass sie überall sind. Sie haben einfach an deren Matchtag haben sie komplett andere Tätigkeiten ohne zu machen. Und dann ist es immer gut, wenn man irgendwo helfende Hände hat, denke ich mal. Ehrenamt ist schon mal ganz wichtig. Ohne Ehrenamt kann so ein Verein überhaupt nicht
so sein, wie er ist. Und, ja. Also Ehrenamt ist ganz wichtig, ohne den geht es gar nicht. Weil das hat man früher gesehen, wir haben ein riesengroßes Handballturnier gehabt früher. Da hat man 100 Helfer gebucht und ohne den wäre das gerne gegangen. Und genauso bei so einer Veranstaltung, also so ein Wochenende, wenn ein Spielwochenende ist, da buchst du einfach Leute, die helfen. Und das ehrenamtlich auch machen. Ich denke, es ist sehr wichtig für einen Verein, dass man freiwillige Helfer hat. Weil wenn man keine freiwillige Helfer hat, dann kann ein Verein auch nicht funktionieren. Und darum ist es einfach wichtig, dass da sehr viele im Hintergrund arbeiten. Vom Aufbau, von Gastronomie, vom Abbau und auch während dem Spiel, auch Traumland und ja, Stimmung machen. Helfende Hände, die es in Hart so zahlreich gibt. Ohne sie wäre das wohl alles nicht möglich. Denn sie sind nicht nur ein, sondern der Bestandteil eines großen funktionierenden Konzeptes. Und das war's schon wieder vom RTV Vorarlberg Magazin. Im Anschluss gibt's noch ein paar Impressionen von der Tuning World Bodensee 2019. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, bedanke mich fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen. Wer wird Germany's Next Topmodel? Das war schon immer eine Frage von Aussehen, Charisma, Kurven und des Antriebs. Geklärt wird sie auf der Tuning World Bodensee gleich an mehreren Orten, vor allem in der neuen Style Mile und dem European Tuning Showdown mit zusammen rund 200 hochwertig veredelten Autos. Hoch im Kurs hier und generell die richtige Radreifenkombination in Verbindung mit einer maximalen Tieferlegung. Also grundsätzlich hat sich da in den letzten 20 Jahren für mich nicht viel verändert, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich angefangen und zwar sind es das große F und das große A, Felgen, Fahrwerk, Auspuff und dann ist man eigentlich schon ganz gut mit dabei. Und wenn man sich mal umschaut, sieht man halt auch, dass die meisten Fahrzeuge zumindest schon mal tiefer sind und einen anderen Radsatz drauf haben. Dieser Polo muss sich gegen die anderen 47 Topmodells im ETS durchsetzen. Wir sind uns sicher, er wird ein Foto bekommen. Das Projekt E-Concept kommt aus Frankreich, wurde komplett elektrifiziert. Der Clou? Von außen betrachtet hat man mit einer VR-Brille den vollen Durchblick aufs Innerste des schönsten Elektroautos der Messe. The idea of the tuning is to make. Wir wollen mit unserem Auto zeigen, wie die Zukunft aussieht. Wir mögen Elektroautos und haben diese Idee in unser Schaffen als Tuner integriert. Bei all dem darf man aber nicht vergessen, dass der Polo Dome das eigentliche Zentrum der VW-Macht in Friedrichshafen ist. Hier findet das weltweit größte Indoor-Polo-Treffen statt. Fast and Furious geht es nicht nur in den Driftshows her. Am Bodensee werden in diesem Jahr auch 5 Nachbauten der bekannten Filmautos ausgestellt. Und schließlich geht es auch bei der Wahl zur Miss Tuning um die Optik, einen Foto, Kalender und die Krone auf der 17. Tuning World Bodensee. Still stays on.